Willkommen zurück hier im regnerischen Medieval Dynasty. Wir haben noch eine Quest zu erledigen, und zwar müssen wir hier einmal der Nachbarnäherin Genoveva hier die Meinung geigen. Na gut, machen wir nicht wirklich, beziehungsweise Lubomira meinte ich. Aber machen wir nicht wirklich, denn dann bekommen wir nichts dafür. Wir müssen versuchen, diplomatisch zu sein, deshalb werden wir jetzt ihr hier erstmal die edlen Schuhe abliefern. Und vielleicht Platz für eine Dame hier im Dorf ist aktuell noch. Vielleicht. Ach, Pferdchen ist nicht im Stall. Wo ist Pferdchen denn hin? Ach, da hinten. Vielleicht finden wir eine arbeitswillige Dame, die wir mit hier ins Dorf nehmen können. So, los geht's. Und vielleicht, ich trage jetzt schon zu viel. Lad mal kurz noch ein bisschen was aus. Vielleicht finden wir auch noch ein paar Banditen, die wir noch ein bisschen, ja, zerstören können oder sowas in der Art. So, was haben wir denn, was wir nicht brauchen hier? Einen Bogen brauche ich nicht. Gewichtstechnisch mal die schweren Sachen hier oben ans. Aha, unten sind sie. Dö-dö-dö-dö-dö. Hufeisen. Warum habe ich 3 Hufeisen bei mir? War ich nie und nimmer. Kupferaxt, weg mit. Kugel mit Pelzbesatz, 3 Stück. So, ein Rest soweit können wir, glaube ich, behalten. Aber Pferdchen hat noch ein bisschen was. Muss ich auch mal nach Gewicht sortieren. Ach, Holzstämme sind da drin. Okay, ist kein Wunder. Die Hufeisen lassen wir mal dort. Ein bisschen Pelz. Leingarn. Was hatte ich denn damit vor? Ja, beim Bauen hatte ich das halt so als Hilfsmittel. So, nochmal hier zurück. Und dann raus damit. Alles. Eisenspeer. Könnte ich zumindest mal eins behalten. Da, da, da. Der Pelz weg. Bei 38 waren wir gerade, ich glaube. Das sollte mal wieder hin in die Richtung. 40 Leinengewebe. So. Jetzt sieht es wieder besser aus hier. Wobei ich würde gerne die eine Eisenspitzhacke, die ich rausgeworfen habe, doch mitnehmen. Eisenspitzhacke. Und zwar die, wo schon angefangen war. So. Let's go. Let's go. Uiuiui. Seht ihr die Bäume, wie schief die im Wind stehen? Ich hoffe, ich werde von keinem erschlagen. Schon fast ein bisschen übertrieben hier, was sie da mit den Bäumchen gemacht haben. So, 400. Die Wegstrecke vergrößert sich wieder. So, dann
ab, ab. Ein bisschen Verschnaufpause hier kurz mal machen, bevor es dann weitergeht. Nicht dieses Dorf, sondern das nächste Dorf. Und da wäre die Eisenspitzhacke, wobei wir können mal kurz schauen, gibt es hier jemand, der arbeitswillig ist? Landwirtschaft, die Dame. Bemerken Sie uns mal, wir werden eh hier vorbei müssen. Ich könnte mir sogar vorstellen, die zu nehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass drüben eine bessere gibt, ist nicht sonderlich hoch. Weil das ist ein relativ kleines Dorf, wo wir hin müssen, aber ja. Möglichkeit besteht. Genau da. Mine können wir einmal rein, können noch ein bisschen Eisenerz mitnehmen. Da haben wir nämlich aktuell so ein bisschen noch Mangel. Da hatte ich vor der Pause ein bisschen was umgestellt. Es müsste langsam greifen. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. So. Die Dame. Und bitteschön. Ja, es wäre ganz cool, wenn ihr das Kriegsbeil begraben würdet. Wunderbar. So, hier sitzt eh nur ein Herrn. Der noch. Und das war's. Also, ja. Satz mit X. Ja, warte mal. Fällt mir gerade ein. Wir hatten doch hier noch Holzschalen, Kirschwein, Met, Pflaumenwein. Das Zeugs brauchen wir auch nicht. Können wir ja kurz hier an die Dame verkaufen, warte. Einmal das. Käse brauchen wir auch nicht allen. Ja, pro Wein gibt es schon mal hier gut 150, 200. Die unreifen Beeren nehmen auch nur Gewicht weg. Da, da, da. Brauche ich den denn eigentlich nicht? So. Mach's gut. Nochmal ein bisschen was verdient hier. Zeugs, was wir eh nicht brauchen. Und dann geht es hier rüber. Gehen wir kurz einmal durch die Mine durch. Sind jetzt schön leicht. Moment. Da muss ich lang. Die nächste links runter. So. Da, 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 Eisenspitzhacke. Da. Jetzt sind wir auch schon richtig bei den ganzen Eisenadern hier. Das heißt nämlich nur Eisen nehmen wir mit. Einmal komplettes Pferdchen füllen. Zinn, Zinn, da, nochmal Eisen. Zinn, okay. Das hier mal übersehen. Und der Rest ist dann weiter drin in der Mine. Steine können wir auch mal rüberpacken, aber wahrscheinlich werden wir die dann irgendwo fallen lassen. Da geht's runter, da will ich jetzt nicht runter.
Blub, blub. Weil so viel Eisen hat sie gar nicht mehr. Dann können wir tatsächlich doch alles mit heimnehmen. So ein paar Steine zum Bauen sind auf alle Fälle auch immer ganz, ganz gut. Da haben wir aktuell auch noch ein bisschen Mangelware. Wir sind halt, ja, eigentlich ist so unser Wandlungsprozess von Steinwerkzeuge Richtung Eisenwerkzeuge abgeschlossen. Aber ja, halt nicht zu 100%. Also, es würde laufen, wenn ich jetzt einfach nur noch Eisenwerkzeuge nutze, aber beziehungsweise es läuft ja schon, so will ich sagen, aber ja, damit werden halt andere Ressourcen gerade herangezogen, bis wir dabei an einem Punkt sind, dass wir die alten komplett abstellen können, weil wir uns ein bisschen Puffer aufgebaut haben. Vergeht noch ein bisschen Zeit. Und während dem Umstellungsprozess läuft noch nicht alles 100% optimal. Aber wenn dann alles optimal läuft, dann können wir wirklich sagen, okay, es ist alles 1A sauber abgeschlossen. Okay, die zwei wollen nicht. Nur die eine Dame hier. Da will ich auch nicht rein. Möchtest du mitkommen? Wunderbar. Dann bekommt sie direkt ein Häuschen. Nur hier ist Platz. So, und dann ist Quatsch gemacht. Achso, ich hatte sie nicht ausgewählt, genau. Na, hab doch ein bisschen Quatsch gemacht. Ja, bitte da rein. So, Erika, jetzt bist du da drin. Und jetzt Frau Erika. A, B, C, D, Erika. Erik. Bin ich jetzt... Hallo? Warum finde ich sie jetzt nicht mehr? Alberta? Ach, ich bin immer noch im Hausmodus. So, da ist er. Arbeitsplatz, genau, du warst für Landwirtschaft ganz gut geeignet. Brunnenwasserträger, aber das ist nicht Landwirtschaft. Tierzüchter, Holzfäller, wo haben wir denn Luft? Holzfäller, Tierzüchter, Jäger, da, da, da. Eigentlich in die Scheune müsstest du. Da rein. Das ist schön. Aber es gibt ja, glaube ich, noch mal ein paar, wie ich gesehen habe. Genau, die Dame hier war auch mal in der Landwirtschaft tätig. Kriegst jetzt tatsächlich einfach mal einen Brunnenjob. Schauen wir nochmal rein, war da jetzt noch jemand oder haben wir jetzt tatsächlich alle? Oder haben wir noch jemanden übersehen? Die Dame hier. Gar nichts gearbeitet? Wie kann denn das passieren? Das glaube ich jetzt nicht.
Eigentlich auch da rein. Wunderbar. Ab auf den Bock und weiter geht's. Ach so, ich muss wieder Genova was bringen, sehe ich gerade. Dann machen wir das jetzt noch schnell, weil Ende der Jahreszeit verfällt die Quest ja auch wieder. Na, also so beim letzten Update hat es irgendwas ein bisschen zerschossen, deshalb haben einige einen Arbeitsplatz verloren. Hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Bei den ganzen Updates, die es davor gab, war alles absolut kein Problem. Selbst bei dem einen Update, als die 1.0 Hauptversion rauskam, wo ich neu angefangen habe. Ich habe es zwischendurch mal gesagt, aber hat sicherlich nicht jeder mitbekommen. Ich habe tatsächlich meinen ersten Spielstand, den ich damit dann quasi gestoppt habe, so privat für mich, einfach so umgezogen. Der lief ohne Probleme weiter, also. Aber jetzt hier? Aber gut. Solange es bloß die paar Jobs sind, ist ja nicht wirklich tragisch. So, warte mal. Dame ist doch hier, sind schon zu weit geritten. Ich habe gute Nachrichten, Friedensangebot. Wunderbar, dann arbeitet es schön zusammen. Freut mich. Endlich ist wieder hier Ruhe in Ordnung eingekehrt. Dann werden wir direkt mal das Eisenerz rauswerfen, unsere Steine. Genau so. Hey. Wie schaut's denn eigentlich aus so? Nahrungstechnisch haben wir viel zu viel Wasser, auch viel zu viel, jetzt nicht ganz krass so viel. Wir sind inzwischen eine Kleinstadt, haben viel zu viel Holz, keine Steuerschulden, jede Menge Reputation, können noch jede Menge Gebäude bauen, also alles bestens von der Hinsicht hier. Seht auch hier die Dorfbewohner, die sind inzwischen ganz schön verteilt. Jeder ist irgendwo hin unterwegs, irgendwo am Arbeiten. Ich glaube, Quests will ich jetzt erstmal tatsächlich keine machen. So ein paar Ställe müssen wir noch bauen. Und ansonsten verwaltungstechnisch. Ach, das Feld, neue Feld hier, genau. Für Kleidung braucht man da jede Menge. Flachs. Verdammt. Bestätigen, sehr gut. Dann. Ach ja, genau, Tiere, deshalb bin ich eigentlich da rein. Wie viel haben wir denn? Hühnerstall ist zum Beispiel voll. Die hier können wir verkaufen. Wie viel Geld haben wir denn? Das wollte ich auch schon, das sehe ich gar nicht. 3.400, okay. Den Hahn behalten wir. Die alte Henne kommt auch mal weg, nicht dass er stirbt irgendwann. Und wenn der dann alt genug ist, kommt der alte Hahn auch weg. Gänse. Der kann der alte Gantner eigentlich mal weg.
Die alte Gans hier auch. Aber die Junge auch. Und hier von allen Ganten auch. Komm, die Eineinhalbjährigen, die geben ja auch schon Nachwuchs. Dann tun wir die auch noch weg. Schweinestall, wo nochmal Eber Nachwuchs bekommen. Die sind auch schon alt genug. Eigentlich kann der Alte jetzt mal weg. Einen zweiten Eber brauchen wir eigentlich auch nicht. Eher Sauen für Nachwuchs. Schafe. Genau, hier habe ich Schafe und Lämmer gleichzeitig drin. Vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. So, das ist alt. Du kommst weg. Der Schaf bockt da mal auch Ersatz. Weg. Der wird nachgezogen. Die hier. Dann kann der Bock auch mal weg. Und hier unten mal noch zwei Lämmer. So, Ziegen, genau, sind inzwischen separat. Rinder. Pferde. Da müssen wir noch eins kaufen. Eselstute, Eselhengst. Da haben wir hier auch mal wieder ein bisschen aufgeräumt. Und dabei auch richtig, richtig gut Kohle gemacht. Ein neues Level in Diplomatie. Ich will mal kurz hier reingehen, das ist ein bisschen trocken. Denn in der Regel haben wir hier auch noch Münzen drin. Genau. Das sind meine, das bedeutet, ich habe nun ...20.000 Münzen fast. Damit können wir uns auf alle Fälle ein Pferd kaufen und die nächsten Steuern zahlen. Hier kann man leveln. Das untere ist voll. Der Angebetenen geht es gerade bestens. Bessere Einkaufspreise wären richtig OP. Bessere Chance beim König. Niedrigere Steuern. Weniger Essen, Holzwasserbedarf. Wie ist denn das eigentlich? Das ist ja Verkaufspreise auch. Also erstmal macht man mehr Geld. Und dann können wir irgendwann später schauen, dass wir hier oben noch was machen. So, das ist ja zum Beispiel ein Punkt, den könnte ich eigentlich löschen. Könnte ich die drei Punkte woanders vergeben. Wunderbar. Haben wir hier ordentlich aufgeräumt. Dann würde ich sagen, Pferdchen darf im Trockenen bleiben. Die wichtigen Sachen für heute haben wir tatsächlich damit durch. Die sind hier noch gar nicht am Umgraben. Aber ich würde sagen, wir machen hier ein bisschen Holz, damit wir hier weitere Felder hin machen können. Und uiuiui. Neue Felder benötigen neue Arbeiter. Das Ganze benötigt neue Häuser. Die Stadt muss wachsen. Ein paar Steine haben wir jetzt ja auch. Dann können wir hier links vorne die nächsten Folgen des Dorf noch ein bisschen ausbauen. Ich glaube, die drei lasse ich, weil die Felder werden ja eh irgendwie so schräg hier. Wichtiger ist erstmal, dass ich in die Richtung hier gut alles frei mache. Ja, da mache ich jetzt noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann weitergeht hier in Medieval Dynasty. Und wir dann irgendwann von der Kleinstadt auch mal aufsteigen. Irgendwann zur Großstadt. Ich weiß nicht, wann es soweit ist, aber könnt euch sicher sein, dass ich das schaffen werde. Bis dahin, macht's gut, euer Iltis. Ciao, ciao.